Marcel Koller, Tag 1, Trainingslager in Alicante. Wie haben Sie das hier in Spanien vorgefunden? Ja, eigentlich perfekt. Wir sind jetzt schon zum dritten Mal hier und die Plätze sind gegenüber dem letzten Jahr in hervorragendem Zustand und hat heute auch richtig Spaß gemacht, weil wir auch seit langer Zeit wieder mal richtiges Grün hatten. In Bochum ist ja alles voll Schnee und Eis und die Spieler hatten sehr viel Spaß. 11 Punkte in der Hinrunde ist natürlich keine gute Ausbeute. Wie ist Ihr Plan für die Rückrunde? Wie haben Sie vor, die Mission Klassenerhalt, die Fans haben ein Plakat aufgehängt, Yes We Can, zu schaffen? Ja, ich habe das, wir haben das gelesen oder ich habe das gelesen und ich habe das eine sehr gute Idee gefunden, auch ein sehr guter Spruch und es ist so, dass wir eigentlich auch überzeugt sind, dass wir das packen können. Es ist so, dass wir natürlich auch diese individuellen Fehler, die wir gemacht haben in der Defensive, die uns viele Punkte gekostet haben und auch die Fehler in der Offensive, dass wir die Torchancen zu wenig konsequent ausgenutzt haben, das müssen wir natürlich ändern und die Jungs sind gewillt dazu, machen jetzt auch die erste Trainingseinheit einen sehr guten Eindruck gemacht, sehr emotional mit dabei gewesen und sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Was sind Ihre Worte zu Diego Klimovic? Ja, ist natürlich ein Spieler, der uns gut tut, der da vorne den Ball gut halten kann, der auch Tore schießen kann. Und das hat er jetzt auch in diesen paar Trainingseinheiten, die er mit uns mitgemacht hat, hat er immer wieder Torgefahr ausgestrahlt, hat Tore gemacht. Und das ist das, was wir sehen wollen und hoffen, dass er das dann auch in der Bundesliga umsetzt. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf Ihr Spielsystem? Nee, also es wird wahrscheinlich auch so sein, dass wir mit zwei Stürmern spielen werden. Und da ist wichtig, dass er natürlich schon diese Präsenz im 16 Meter hat. Die kritischen Fans werden immer lauter. Wie gehen Sie persönlich damit um? Nee, man kriegt das natürlich schon mit und ist natürlich auch so, dass das nicht schön ist. Ich denke auch, dass ich hier beim VfB Bochum bis jetzt in diesen 3,5 Jahren schon viel erreicht habe. Ich bin aufgestiegen mit der Mannschaft. Wir haben im ersten Jahr Bundesliga den 8. Platz erreicht. Das zweite Jahr nach drei hervorragenden Spielern, die uns verlassen haben, mit Drobny, mit Gekas, mit Simovic, nochmals den 12. Platz erreicht und jetzt haben wir ein halbes Jahr. Wir hatten ja eigentlich mit mir jedes Jahr mal irgend so eine Durststrecke und Probleme. Und jetzt war wirklich ein halbes Jahr, das sehr schlecht war. Ich denke nicht allgemein nur vom Spiel her, sondern von der Punktzahl her. Wir haben nicht mit dem gerechnet, aber zurzeit ist es so. Für uns natürlich auch gut, dass noch 5 andere oder 4 andere Mannschaften auch da unten drin sind. Und schlussendlich werden 2 absteigen, der dritte macht die Relegation aus. Jetzt hat mit Thomas Stäbel ein defensiver Mittelfeldspieler den Verein verlassen. Werden Sie noch aktiv werden auf dem Transfermarkt? Wir müssen gucken, dass wir, wenn wir was holen, uns das natürlich auch weiterbringt. Und wir werden nicht jetzt einfach nur, damit ein Spieler mehr im Kader ist, eine Verpflichtung tätigen. Sie haben 2 Nachwuchsspieler mitgenommen. Vielleicht mal eine kurze Einschätzung zu beiden Jungs. Ja, das sind 2 A-Jugendspieler, das ist der Kevin Vogt und der Günger Kaya. Die 2 haben in der A-Jugend ein sehr gutes halbes Jahr gehabt jetzt auch. Sind auch bei diesem Talenttraining mit dabei, das ich jetzt auch im Sommer eingeführt habe, dass man das praktisch einmal in der Woche macht. Und da wollte ich einfach mal gucken, wie bewegen sie sich. Es wird eine intensive Woche für sie und da können sie sich mal zeigen. Und wir hoffen natürlich auch, oder ich hoffe auch, dass sie diesen Mumm haben, um das zeigen zu können, was sie drauf haben. Ein anderer A-Jugendspieler ist nicht mitgekommen, der im Sommertrainingslager dabei war. Was war der ausschlaggebende Grund, dass er nicht mitgekommen ist? Gündogan, ja, der hat einen Vertrag unterschrieben beim 1. FC Nürnberg und wird im Sommer dann nach Nürnberg wechseln.